Guten Morgen! Nachdem ich ja vor einigen Wochen schon davon berichtet habe, dass karzinogene, also krebserregende Pflanzenschutzmittel wie Glyphosat in den Großteil der Tampons gefunden wurden, siehe oben in den Infokarten das entsprechende Video, und damit die Frauenwelt hart getroffen wurde, sind es diesmal wahrscheinlich die Männer, die durch die Nachricht, dass das von Monsanto vertriebene Pflanzenschutzmittel Glyphosat in deutschen Biersorten gefunden wurde, verunsichert. Die Nachricht kam schon vor ca. 2 Wochen, aber ich wollte diesmal ein paar Tage ins Land ziehen lassen, bevor ich selber ein persönliches Statement dazu abgebe und ja, euch dann eben komplett informieren. Und da auch nochmal ein Danke an denjenigen, der mich darüber informiert hat, denn bei vielen News bin ich, ja, ist die Grundlage dessen, dass ihr mich anschreibt, entweder in den YouTube-Kommentaren oder auch bei Facebook, und mich davon in Kenntnis setzt, weil natürlich ich auch nicht alles mitbekomme. Da bin ich auch immer sehr dankbar. Das heißt, wenn ihr News aus der Gesundheitsszene, aus der Veganszene, irgendwas habt, dann ruhig mir immer posten und die Nachricht geben. Ich weiß nicht, ob ich das jedes Mal verarbeite. Bisher ist es so der Fall gewesen, dass ich sagen würde, ja, so die Hälfte davon verarbeite ich zu einem Video, die andere Hälfte nicht. Die ist nur so interessant, aber wo ich denke, vielleicht nicht für euch. Wie dem auch sei, auf jeden Fall, ich bin sehr dankbar dafür, wenn ihr mir die Nachrichten teilt. Ja, der von Wissenschaftlern festgelegte Grenzwert von Glyphosat im Trinkwasser beträgt 0,1 Milligramm pro Liter. Das Umweltinstitut in München hat dann 14 Biere hergenommen, um diese auf Glyphosatrückstände zu untersuchen. Das Schockierende: aber durch den hemmungslosen Einsatz des von der Weltgesundheitsorganisation als potenziell karzinogen eingestufte Pflanzenschutzmittel auf deutschen Feldern war, dass alle 14 Biere über dem Grenzwert lagen, teilweise sogar 300-fach. Der Bierbrauerbund und der Bauernverband haben natürlich in erster Instanz sofort die Glaubwürdigkeit der Analyse angezweifelt. Und als diese dann bestätigt wurde, auch wenn der Brauerbund die Messverfahren nach wie vor kritisiert, hat man dann die Strategie einfach geändert und gesagt, ach, das ist doch gar nicht so schlimm. Und ja, damit die errechneten Grenzwerte einfach nicht ernst genommen und beruft sich auf Zahlen, die nachweislich sofortige Schäden im Erbgut auslösen. Nur braucht man kein Wissenschaftler zu sein, um zu verstehen, dass wenn man im Laufe der Zeit von immer mehr von diesem Pflanzenschutzmittel zu sich nimmt, dass auch Effekte haben wird, die eben nicht sofort nachweisbar sind, die wir noch nicht mal entdeckt haben. Daher auch der niedrige und von den Bauern und Brauern als viel zu niedrige Grenzwert von 0,1 Milligramm pro Liter. Aber, oder Mikrogramm. Aber ernsthaft, glauben wir den Wissenschaftlern, die nach bestem Wissen und Gewissen einen Wert errechnet haben? Oder den Menschen, die davon leben und möglichst, ja, billig produzieren, um das dann teuer zu verkaufen. Also die Grundprinzipien marktwirtschaftlichen Handels. Ja, ich finde es sowieso generell schon ziemlich scheiße, dass wir scheinbar in allem, was wir konsumieren, dieses Pflanzenschutzmittel in irgendeiner Konzentration, egal wie hoch die ist, ertragen müssen. Zumindest wenn wir nicht eigenen Garten haben, dann haben wir vielleicht die Möglichkeit, da komplett drauf zu verzichten. Aufgrund der Aggressivität und der hohen molekularen Lebensdauer des Pflanzenschutzmittels lässt sich das nun wirklich de facto in industriell angebaute Ware einfach nicht vermeiden. Aber umso wichtiger ist, dass halt die Wissenschaftler halt wirklich einen sehr, sehr niedrigen Grenzwert ermittelt haben. Und an den sollten wir uns eigentlich auch halten. Zumindest wir irgendwas haben, an das wir uns halten können, wenn wir schon diese industrielle, ja, Wirtschaft, also diese Industrialisierung auch unterstützen mit unseren Käufen, dass wir möglichst billig einkaufen wollen. Aber dann wäre es halt schön, diese Grenzwerte auch irgendwie ernst zu nehmen. Naja, da im Sommer findet aber gerade in Bezug auf das Glyphosat in der EU-Kommission auch eine Abstimmung statt, ob man dieses Pflanzenschutzmittel auch weiter überhaupt zulässt, weil das eben, ja, von der WHO als potenziell karzinogen, also krebserregend eingestuft wird. Und ich bin da sehr gespannt. Also muss ich sagen, aber nicht davon ausgehe, dass die wirtschaftlichen Interessen einfach zu groß sind. Und zwar nicht nur von Monsanto an sich, sondern generell der Lebensmittelindustrie, inklusive der Bauern und der Brauer. Ne? Das ist ja auch die Problematik der Politik. Ne? Politiker, also meiner Meinung nach zumindest, werden Politiker einfach viel zu schlecht bezahlt und sind dadurch empfänglich für Spenden und andere Zuwendungen.
Politiker müssten die bestbezahltesten Menschen auf der ganzen Welt sein. Das ist meine tiefe Überzeugung. Aber das ist ein ganz anderes Thema und wieder nicht minder kontrovers. Besonders makaber ist ja diese Diskussionsführung der Bauer und Brauer. Ne? Nach anfänglichen Leugnen der Glaubwürdigkeit wird er eben nun heruntergespielt und verharmlost. Weil man eben nicht genau weiß, was man dagegen machen kann. Weil man angewiesen ist auf die Chemiekeule. Weil man keine Ahnung von Landwirtschaft hat. So weit würde ich sogar gehen. Ich bezichtige viele der Landwirte, keine Ahnung von Landwirtschaft zu haben. Weil man das braucht. Ne? Und dann verfängt man halt sich eben in solchen grenzenlos widerlichen Diskussionsformen, einfach leugnen, einfach nicht ernst nehmen, total respektlos. Ja, und ja, das ist einfach eine Art auch Hilflosigkeit, wenn man irgendwelche Mittelchen sprühen muss, ne? Wenn man irgendwelche Chemikalien einsetzt, ohne wirklich einen klaren Sachverstand von der Thematik zu haben, von der Landwirtschaft. Ne? Und die Böden werden natürlich immer stärker belastet, es wird nicht an die Zukunft gedacht. Vielleicht kennt einer den Bauer Willi, das ist sowas wie der Udo Pollmer der Bauern, komplett den Realitätssinn verloren und seine Branche im Auge habend, das Sprachrohr der unterdrückten und missverstandenen Landwirte, so sieht sich der Bauer Willi. Ne? Konfrontiert mit der aktuellen Glyphosat-Politik und auf die Frage nach Alternativen packt dieser Bauer Willi folgendes Statement aus. Und die Weltverbesserer liefern die Lösung gleich mit. Ökologische Landwirtschaft ist die moderne Lösung, sagen sie. Das sagt der Bauer Willi. Wer sich dafür einsetzt, der kann gleich die entsprechende Petition ausfüllen und auch an die ökologischen Verbände spenden. Und wer kann da schon Nein sagen? Der Ablasshandel des Mittelalters feiert heute wieder eine moderne Auferstehung. Sobald das Geld im Kasten ist oder sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Wie im Mittelalter handelt es sich auch hier um eine Kommerzialisierung von Glaubensinhalten, dazu noch steuerlich absetzbar. Mein Gewissen ist beruhigt, ich habe ja was unternommen. Das ist Bauer Willi. Ja, du hohle Nuss, dann hat man in der Tat was unternommen und sitzt sich an seinem fetten Bierarsch und labert so eine unterirdisch sich selbst disqualifizierende und hochgradig dämliche Argumentation. Natürlich tut man mehr dagegen, wenn man die ökologische Landwirtschaft unterstützt, als wenn man es nicht tut. Und während man beim vom Bauer Willi zitierten Ablasshandel einen Geldbetrag für etwas spendet, was man eingeredet bekommen hat und wofür es keine wissenschaftliche Basis gibt, unterstützt man mit der ökologischen Landwirtschaft eine, und deren Verbände und eine wissenschaftlich fundierte Lebensweise, die selbst etwas geistig eingeschränkteren Personen wie dem Bauer Willi und seinen hoffentlich nicht allzu vielen Kindern eine gesündere und sichere Zukunft gewährleistet, indem man wieder die Natur respektiert und sie nicht rücksichtslos ausbeutet. Ja, besonders, dass einer der am stärksten subventionierten Industriezweige wie die Landwirtschaft sich über das Spenden der Leute an ökologische Verbände aufregt, das ist an Perfidie nicht zu überbieten. Leute, die nicht nur an sich, sondern auch an folgende Generationen denken, die werden über das Steuersystem gezwungen, solche Menschen wie Bauer Willi finanziell zu unterstützen, welche sich dann allen Ernstes darüber aufregen, dass diese Menschen dann mit dem Geld, was sie dann noch zur Verfügung haben, ökologische Verbände unterstützen. Wie unendlich unreflektiert, unbewusst, dösig und einfältig muss man sein, um so ein Statement wie obiges zu verfassen. Und ja, wie unverständlich und wie einfach muss auch eine Gesellschaft sein, solchen Leuten wie Bauer Willi Gehör zu schenken. Ich liebe die Medienfreiheit, das wisst ihr, aber sie hat durchaus auch ihre Kehrseiten. Menschen wie Bauer Willi hemmen den Fortschritt und die geistige Evolution so massiv, dass mich das durchaus ein wenig traurig macht. Zum Thema Glyphosat bleibt nur zu hoffen, dass die EU-Kommission durch den Lobbyismus noch nicht zu sehr unterwandert ist und eine vernünftige Entscheidung trifft. Und die kann nur sein, Pflanzenschutzmittel wie Glyphosat komplett zu verbieten und dafür in Kauf zu nehmen, dass die Lebensmittelpreise ansteigen.
Denn ja, es ist für mich unverständlich, wie billig in Relation zum Beispiel zu technischen Spielereien Lebensmittel angeboten werden. Denn gerade mit einem Anstieg der Lebensmittelpreise und dem Wegfall von landwirtschaftlichen Subventionen, da wird da auch die Wahrnehmung und das Bewusstsein für den Wert der Lebensmittel auch wieder steigen. So, auch am Donnerstag gibt's wieder den Live-Talk mit mir. Abo macht, werden wieder alle möglichen Themen auf den Tisch kommen. Live und ohne Tabus. Ich freue mich wie immer auf eine illustre Runde und ja, mit euch den Abend wirklich zu verbringen. Damit ihr die Ankündigung nicht verpasst, einfach oben rechts meinen Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Also schreibt eure Meinung zum Thema Bauer Willi, Glyphosat und die bevorstehende Entscheidung durch die EU-Kommission in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Beiträge und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, die in den aktuellen Zeiten nicht selbstverständlich ist. Ich schneide bei mir keine Pausen raus, bei mir gibt es nicht zack, 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 sondern ich rede, ja, und da muss man mir einfach zuhören. Und das weiß ich in der heutigen Zeit wirklich zu schätzen, wenn ihr diese Videos wirklich inklusive der Pausen auch bis zum Ende verfolgt. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüssi.